Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie zu einem nächsten Webinar im Rahmen der Handwerksoffensive Sachsen-Anhalt, das letzte Webinar in diesem Jahr. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute, wir hatten den Titel reingeschrieben in den Veranstaltungskalender, smarte POS-Kassensysteme versus Hardware-Registrierkassen. Herr Rüdel ist unser Dozent heute, hat diesen Praxistipp unter die gesetzeskonforme Kassenanbindung fürs Ladengeschäft gelegt. Und ich denke mir, dann fangen wir einfach an. Herr Rüdel, beginnen wir. Wunderbar. Dankeschön, Herr Sommer, für die einleitenden Worte. Ich möchte alle Teilnehmer ganz herzlich begrüßen. Und genau, Praxistipps, die gesetzeskonforme Kassenanbindung fürs Ladengeschäft und vor allem am Beispiel von einer elektronischen Kassensystem in Verbindung mit einer Handwerkersoftware, einem ERP-System. So, auch wenn Sie mich schon mit der Kamera sehen. So, gehst du irgendwann mal eins weiter. So, damit Sie ein bisschen so einen Ablauf haben. So, der Blick geht sicherlich zunächst mal nach rechts auf diese Kasse. Alles erlaubt. So, aber um die soll es ja nicht gehen, sondern es geht darum, einfach Anforderungen für elektronische Kassensysteme. Und der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass sich da eben mit der Abgabe- und Kassensicherungsverordnung gewisse Dinge geändert haben. Und mir werde da ein paar Bereiche rausnehmen. Belegausgabepflicht, technische Sicherheitseinrichtungen, das sind einfach jetzt Anforderungen, die ja mal näher noch beleuchten werden. So, und wie so eine gesetzeskonforme Kassenanbindung fürs Ladegeschäft, wenn die realisiert ist, dann funktioniert. Das wird man dann in der Software angucken, zu sagen, welche Funktionalität hat so eine Kasse. Da sehen wir später die einzelnen Dinge. Ich möchte auch einen kleinen Einblick geben über Anbindung von Hardware, soll heißen. Bonkdrucker und dergleichen, was man an solche Systeme schlicht und ergreifend anschließen kann. So, zu meiner Person. Mein Name ist Jochen Rüdel, bin seit 1990 bei der Insoftware GmbH, sitze hier im Büro in Karlsbad bei Karlsruhe, bin auch unweit hier zu Hause, mache Support für unsere Kunden, heißt ich richte die Programme ein und schule die und bin eben auch in Zusammenarbeit mit Handwerkskammern, Meisterschulen, Vorträge gerne online, wie heute, gerne aber auch vor Ort. Da hat man auch schon eine Veranstaltung mit der Handwerkskammer Halle zusammen. Gut. Zwei Dinge kurz zur Firma. Die Firma muss es ja dann wohl noch länger geben als mich. 1986 gegründet, ist nach wie vor ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und haben alles in unserer Hand. Das heißt Entwicklung, Vertrieb, Support, Schulung und dergleichen. Und wir sind deutschlandweit vertreten. Vielleicht ein ganz kurzer Blick, was die Software im Allgemeinen leistet. Ein ERP-System vorwiegend für Handwerksbetriebe ausgerichtet mit modularem Aufbau. Wer keine Kasse hat, braucht auch kein Kassenmodul zu erwerben und so ist mit ein paar anderen Bausteinen auch. Auf der rechten Seite sieht man so einen kleinen Überblick, wie sich unser Klientel, unsere Kundschaft verteilt. Also da sind sehr viele, gar nicht alle genannt, dabei. Und ganz kurze Übersicht, möchte Ihnen das Programm nachher nicht im ganzen Detail erstellen. Das heißt, es geht über die reine Stammdatenverwaltung, Adressen, Artikel, was jedes System kann, Auftragsbearbeitung eben darüber hinaus, dass wir auch noch andere Dinge einbinden, wie Online-Banking, Stundenerfassung für eine Nachkalkulation und vieles mehr. Und von diesem vielen mehr konzentrieren wir uns heute auf dieses Kassenmodul.
So, Kassensicherungsverordnung. So, die Kassensicherungsverordnung ist die praktische Umsetzungsanleitung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen. Schon beim ersten Satz bricht einem ja schon fast einer ab. So, und hier ist schlicht und ergreifend geregelt, wie elektronische oder in unserem Fall computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen laut Paragraph der Abgabenordnung zu funktionieren haben und was die jetzt seit dieses Jahr auch für neue technische Voraussetzungen erfüllen müssen. So, was regelt dieses Kassengesetz für mehr Steuergerechtigkeit, was seit dem 1. Januar in Kraft getreten ist? So, das eine wird sicherlich nicht nur der ein oder andere kennen, nämlich dort, wo mit einer elektronischen Kasse, sprich mit einem Kassensystem gearbeitet wird, die Belegausgabepflicht. Das erleben Sie beim Bäcker, das erleben Sie an der Tankstelle. Jeder, der eine elektronische Kasse hat, ist verpflichtet, Ihnen den Beleg zu geben. So, darüber hinaus sind diese Kassen jetzt mit so einer sogenannten zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE, zu versehen. Da guckt man nachher nach, was das ist, was die macht. Und die Kassennachschau, das heißt, um alles, was in der Kasse abgelaufen ist, in Richtung Finanzbehörden zu überprüfen, brauchen die eben auch technische Mittel, um an diese dort gespeicherten Daten, dass man die denen überlassen kann. Auch hier werde ich noch drauf eingehen. Da hat man mal so einen kleinen Überblick. Ich beginne mal mit der Belegausgabepflicht. So, die kann in aller Regel, erfolgt die in Papierform. Mit Zustimmung des Kunden kann die auch elektronisch erfolgen, sprich wie eine Rechnung, so ein Quittungsbeleg oder ein Rechnungsbeleg, kann derjenige, wenn sein System das kann, auch Ihnen per E-Mail zukommen lassen. Und das muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang vorfallen. Das heißt, der kann nicht sagen, die Quittung gebe ich dir morgen oder die Rechnung, sondern das muss ad hoc sein. So. Er ist verpflichtet, Ihnen den Beleg quasi hinzuhalten. Sie sind aber nicht verpflichtet, diesen Beleg mitzunehmen. So, was muss auf so einem Beleg alles draufstehen? So, ich denke, wie bei einer normalen Rechnung auch Name und Anschrift des Unternehmens. In dem Ausschnitt hier sehen wir das nicht. So. Es muss das Belegdatum draufstehen. Sehen wir hier oben, 1.5. So, mit Vorgangsbeginn und Beendigung der sogenannten Transaktionszeitraumes. So, was heißt Transaktionszeitraumes? Wann fängt der an, Ihren Beleg runterzutippen und wann ist das Ding zu Ende? Und diese Vorgänge werden eben auf dieser TSE auch aufgezeichnet. Das heißt, man sieht hier, das sind diese Pflichtangaben, in unserem Fall genau 1.5. 14 Uhr, 0 Minuten, 57 Sekunden hat das Ding angefangen, hat eine Minute später beendet. So, diese jeder Vorgang kriegt eine fortlaufende Transaktionsnummer. Auch die muss auf dem Beleg enthalten sein. Das sind so die Neuerungen hier in diesem unteren Bereich. So, was natürlich auch immer schon drauf sein musste, ist das Bruttoentgelt sowie die darin enthaltene Mehrwertsteuer. Und es muss noch die Seriennummer dieses Kassensystems beziehungsweise dieser technischen Sicherheitseinrichtung. Das ist hier diese TSE-Signatur, dass man also weiß anhand des Zettels, von welcher Kasse und mit welchem Aufzeichnungsgerät wurden die Daten elektronisch im Kassensystem gespeichert. So,
Trifft das jetzt jeden, der eine Kasse hat? Was gibt es alles so an Kassen? Es gibt elektronische Registrierkassen, man kennt die Tablets oder Apps, wie sie vielleicht dann auch mal in Restaurants und dergleichen genutzt werden. Irgendwelche Waage am Kiesweg haben auch so Kassefunktion. So, hier in dem Moment bewegt man uns bei diesen PC-gestützten Kassensystemen. So, und alles, was irgendwo elektronisch verarbeitet wird, wo elektronischen Druck erfolgt, wo ich vielleicht auch Zugriff zum Erstellen so einen Kassenbons auf meine Artikel habe, die unterliegen alle dieser Pflicht. Die, was wir vorher gesehen haben, so die offene Ladenkasse, ob das jetzt die Blechbüchse beim Kürbisverkäufer ist, ob das auf dem Markt einer ist, der sagt, ich bin viel zu klein, ich verkaufe nur Tannenbäume und hat sein Ledergeldbeutel dabei, der ist natürlich auch verpflichtet, diese Einnahmen irgendwo zu dokumentieren, aber da er kein elektronisches Kassensystem hat, gelten für ihn natürlich nicht diese Aufzeichnungspflichten, diese Belegausgabepflichten und auch nicht diese technischen Sicherheitseinrichtungen. Betrifft an der Stelle, finde ich auch interessant, ich denke, jeder von Ihnen, ich nenne es immer so die kleine Blechkiste bei der Sekretärin, wenn ich irgendwo mal auswärts bin und park irgendwo, dann bringe ich auch der Sekretärin meinen Parkschein und die gibt mir das Geld zurück. Das heißt, es wird auch hier eine Kasse geführt. So, diese Blechkiste ist aber auch kein elektronisches Kassensystem. Das heißt, auch hier im Büro, wenn es nur darum geht, da die Kassenausgaben vorwiegend für die Mitarbeiter zu verwalten, bin ich auch nicht von dieser Pflicht betroffen. So, wo ich betroffen bin, sind, wie in unserem Fall, Warenwirtschaftssysteme, die ein optional zuschaltbares Kassenmodul wie wir haben. So, das heißt, ein Warenwirtschaftssystem ohne Kassenmodul braucht sich da nicht drum kümmern. So, sobald aber ein Kassenmodul zur Verfügung steht, dann muss es auch diesen technischen Voraussetzungen, nämlich die Möglichkeit zur Anbindung so einer TSE, ist dann zwingend erforderlich, sobald der das Kassenmodul nutzen können soll. Unten steht noch, das heißt, die Quelle der ganzen Geschichte, wo haben wir das her? Da gibt es eine FAQ-Seite auf der Seite vom Bundesministerium für Finanzen. Das ist nur ein ganz kleiner Ausblick auf den Punkt gebracht. Und schon wenn man hier die Paragraphen sieht, sieht man, da muss man ein halber Rechtsanwalt, würde ich mal fast behaupten, sein. Das heißt, wenn man da mal auf den FAQ-Seiten stöbert, dann sind da sämtliche Regelungen und Unterregelungen und Ausnahmen. Das heißt, wen das im Einzelnen betrifft, denke ich, muss man sich dort noch mal ganz zwingend vergewissern. Ich beispielsweise war dann auch neugierig und habe mal beim Supermarkt bei uns mir den Kassenbon angeguckt und habe gesehen, da steht keine Transaktionsnummer, da steht kein Transaktionsbeginn und kein Ende. So, das ist eine Einführung und es gibt gewisse Übergangspflichten, weil sowas muss ja auch erstmal integriert werden in das Unternehmen. Das heißt, auch dort gibt es gewisse Übergangszeiten, wo man sich noch quasi freikauft. Na, nicht freikaufen, weiß ich nicht. Das klingt ein bisschen schäbs, also wo man noch ein bisschen Aufschub hat. Das heißt, es gibt durchaus noch, wenn jetzt mal einer sich solche Zettel anguckt, die er bekommt, sieht man, ob die schon so eine TSE-Protokollierung drin haben oder nicht. Sondern was macht jetzt diese technische Sicherheitseinrichtung? Was ist denn das überhaupt? Das ist vorwiegend, ist das meist ein Stick. So, dieser Stick ist aber jetzt nicht nur ein reines Speichermedium,
Das heißt, der dient A als Speichermedium. Auf diesem Gerät ist auch ein Sicherheitsmodul drauf. Ich sage mal, wie so ein kleiner Mini-Computer, weil von einem Stick könnte ich ja Sachen auch wieder löschen. So, der verhindert dieses und er hat auch die Funktionalität, nämlich diese digitale Schnittstelle, dass wenn der Finanzprüfer kommt und sagt, ich hätte mal und möchte es bei mir in Ruhe zu Hause beziehungsweise im Finanzamt prüfen, dass er all diese Daten, wo ja alle Kassenvorgänge gespeichert sind, sich in einem einheitlichen Format exportieren kann zu Prüfungszwecken. Das ist Sinn und Zweck von dieser technischen Sicherheitseinrichtung. So, deren Aufgaben sind eben die Sicherstellung der Unveränderlichbarkeit der Daten sowie Manipulationen und eben die Erleichterung von Prüfungen. So, und funktionieren tun die, dass jeder Kassenzugriff mit einer sogenannten Transaktionsnummer, die ja auch auf dem Bon draufsteht, versehen werden muss. Das Ding muss manipulationssicher sein. So, und dieses Gerät, das kann man jetzt auch nicht gerade so im, jetzt ohne Name zu nennen, irgendwo in den bekannten Computerläden kaufen. Also nicht, das sind einfach auch diese Geräte, müssen zertifiziert sein, müssen nach 5 Jahren ausgetauscht werden, sofern sie nicht schon vorher gegebenenfalls voll sind, aufgrund der Aufzeichnungen und wie Papier sind es ja auch steuerrelevante Vorgänge, die da aufgezeichnet werden, sodass auch für diese Speicherkarten dann eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht vorherrscht. So, was ich vorher schon erwähnt habe, das Gleiche, was auf dem Zettel draufsteht, protokollieren diese TSEs, sodass also da kein Widerspruch zustande kommen kann zwischen dem, was als Papier rausgegangen ist und dem, was in dem Vorgang in der Kasse in diesen technischen Sicherheitseinrichtungen abgespeichert wird. Der dritte Punkt ist ja dann diese digitale Schnittstelle zur Finanzverwaltung. Da gibt es schlicht und ergreifend ein normiertes System, sodass die Daten in einem normierten System dem Prüfer überlassen werden können, sodass er die mit seinen technischen Möglichkeiten dann entsprechend prüfen kann. So, wer so eine Kasse in Betrieb nimmt, gibt es eine Meldepflicht beim Finanzamt. So, das heißt, die Meldung so eines elektronischen Kassensystems mit der Inbetriebnahme dieses technischen Sicherheitseinrichtung muss innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder andererseits natürlich auch nach der Außerbetriebnahme entsprechend gemeldet werden. So, Kassenmeldungen, das heißt, wenn man jetzt diesen Antrag da macht, habe ich hier nochmal auch auszugsweise Dinge aufgezählt. Klar, wer ist das steuerpflichtige Unternehmen, Steuernummer, die Zertifizierungsnummer dieser technischen Sicherheitseinrichtungen. Ich denke, wer sich damit beschäftigt, wird vom Finanzamt die entsprechenden Angaben und Formulare kriegen, um zu wissen, was er jetzt da ganz genau aufnotieren muss, um diese Kassenmeldung entsprechend richtig auch abgeben zu können. Als letztes, bevor wir in die Software reingehen, noch ein kurzer Ausblick an
Hardware-Anbindungen. Im Moment sitze ich ja bloß vor dem PC. Einen Drucker habe ich vielleicht auch. So an so einer Kasse muss ich nicht für eine Glühbirne so das A4-Papier kriegen. Das heißt, da gibt es einfach Möglichkeiten, technische Geräte in Form von Bonkdruckern, in Form von Kassenschubladen, ein Scanner, kennt man vom Supermarkt, um einen Artikel einfach schneller erfassen zu können, indem man auf den Barcode klickt, dass der einfach aus der Artikeldatenbank entsprechend übernommen wird, als auch die Möglichkeit, so ein externes Display, auch das kennt man von der Tankstelle, wo dann draufsteht, gegeben 50, Rückgeld 13,20. Solche Sachen kann man eben entsprechend auch einrichten. Was wir uns anschauen wollen jetzt gleich in der Software, ist der Anschluss eines solchen Systems und dann einfach, wie hat man sich jetzt so ein PC-gestütztes Kassenmodul vorzustellen. Was gibt es da für Funktionalität drin? Am Anfang möchte ich es kurz verbal beschreiben. Der häufigste Vorgang wird sein, ja, der kauft was, dann kriegt er eine Rechnung oder er bringt vielleicht was zurück, kriegt er eine Gutschrift. Es gibt genauso die Möglichkeit, aber auch Kassenlieferscheine zu erstellen. Das ist dann der Vorgang, ich denke auch der ein oder andere im Handwerksbetrieb wird es kennen, wenn er so einen kleinen Lieferant hat, wo er seine Jungs vorbeischickt, müssen die nicht immer bezahlen, sondern sage, schreibe es auf, geht auf Elektromüller. So, dann kriege die einen Lieferschein und irgendwann mal wird der Handel mal sich die ganzen Lieferscheine von den Jungs, die sie abgeholt haben, mal ansehen, die bündeln und eine Rechnung draus erstellen. Sowas kann man mit einer Kasse machen. So, Barzahlungen heißt, läuft einer am Lader vorbei und denkt, ach ja, Mist, ich habe ja noch eine Rechnung von dem offen. Ach, bevor ich zur Bank laufe, gehe ich doch kurz bei dem rein und zahle die Rechnung, die er mal zuvor geschickt hat, einfach bar. Das heißt, oder natürlich auch, wenn er ein EC-Terminal hat, natürlich auch mit einer EC-Karte. So, und am Ende des Tages guckt man in ein Kassenjournal rein. Da kann man entsprechende Auswertungen machen. Da kann man auch nochmal, wenn ein Kunde vorbeikommt und sagt, oh, ich habe meinen Kassebon verloren, kann ich den bitte nochmal ausgedruckt haben? So, und am wahrsten Sinne des Wortes, am Ende des Tages sollte man dann ja auch einen entsprechenden Kassenabschluss zu machen, um zu sehen, was ist noch in der Kasse drin und um auch das sauber zu protokollieren. Und das würde ich Ihnen einfach gern mal am Beispiel der Software Inform Professional zeigen. Wechsel an der Stelle mal ins Programm rein. So, so sieht also die Oberfläche des Programms aus. Ich möchte einen Punkt rausnehmen, bevor ich in das Kassenmodul gehe. So, der also kein Kassenmodul hat und ich sage mal einfach nur die vorher angesprochene Blechkiste, die bei der Sekretärin steht, verwalten möchte, der kann das natürlich in einer Excel-Tabelle machen oder hat auch hier die Möglichkeit, ein Kassenbuch zu führen. Das sieht im Prinzip aus, ja, verhält sich ja wie ein Bankkonto, deshalb ist es auch da angegliedert. Das heißt, ich kann Geld ein-, kann Geldausgänge haben und wird hier einfach Buchungen erfassen. Ich habe da schon mal ein paar erfasst. Das heißt, da ging es einfach um Anlegen. Meistens wird Geld rausgenommen, also 30 Euro. So, Bewirtung. Wer möchte, kann das ganze Ding noch buchhalterisch verarzten. Das heißt, wenn ich nicht nur mein Kassenbuch führen möchte, sondern die Sachen auch noch kontieren möchte, würde ich an der Stelle einfach mal drauf verzichten. So, das heißt, hier kann ich ein ganz einfaches Kassenbuch führen
was ich auch ausdrucken kann, Steuerberater bucht's, hat mit einem Kassensystem, da ist keine Belegpflicht. Das heißt, wenn ich das Geld kriege von der Sekretärin, muss die mir kein Belegchen geben, da ist auch kein TSE angeschlossen. Das heißt, davon grenzen wir uns einfach eindeutig ab. Und was wir uns jetzt ansehen, ist zum einen technische Grundeinrichtung. Das heißt, bevor ich mit so einer Kasse loslege, kann man einfach im Programm entsprechende Grundeinstellungen treffen. Da möchte ich jetzt nicht auf jede einzelne Einstellung eingehen. Man kann mehrere Kassen verwalten. Vielleicht hat man ja zwei oder drei. Da gibt es gewisse buchhalterische Einstellungen, wie die Kassenvorgänge buchhalterisch verbucht werden sollen. Ich kann an der Stelle eben auch diese technischen Geräte definieren, zu sagen, habe ich so ein Display, habe ich einen Bondrucker, kommt eine Kassenschublade dran. So, und an der Stelle muss ich auch diese TSE, diesen Stick, der nicht billig ist oder zumindest keine Wurfware, aus dem Grund habe ich auch keinen Stick da, der liegt einer bei der Entwicklung bei uns, den ich hier entsprechend einrichte. So, und wenn ich jetzt loslegen möchte, die Kasse ist eingerichtet, so, dann kann ich die Kasse bedienen. So, ich muss der Kiste sagen, weil ich zwei Kassen habe, an welcher Kasse bin ich dran, gebe ein Passwort ein und bin damit drin. So, und das System weist mich darauf hin, erlaubt es zwar trotzdem noch, weil könnte ja sein, ich habe eine Ausnahmegeregelung. So, das Ding darf an sich nur mit dieser technischen Sicherheitseinrichtung funktionieren. Und da sind eben auch wir in der Pflicht, dann die Anwender darauf immer entsprechend hinzuweisen. So, jetzt gucken wir uns mal an, was es da für verschiedene Tätigkeiten gibt. Ich möchte einfach mal mit der ersten beginnen. Das wäre genau der Fall, kommt einer in den Laden rein, steht an der Kasse und möchte was haben. Dann habe ich die Möglichkeit, entweder einfach nur, wenn das kein Artikel ist, den ich in meinem Stamm gespeichert habe, dann gebe ich da ein, der hat eine Glühbirne, gebe einen Preis ein, kostet 5 Euro, übernehme das Ding. So, genauso habe ich natürlich die Möglichkeit, auch jetzt hier einen Artikel aus meinen gespeicherten Artikeln aufzurufen. Das wäre jetzt auch die Stelle, wo ich wahrscheinlich mit dem Handscanner einfach eine Barcode abscannen. Der Scanner wird ja nichts anderes machen, als diese Artikelnummer direkt hier rein zu übertragen. Oder wenn ich die eben nicht habe, dass ich aus meinem Artikelstamm mir da mal, in meinem Fall, ich bin ein kleiner Elektrohandel, da gibt es das allseits bekannte NIM-Kabel. So, auch das kann ich eben am Meter, ein Meter bringt ein bisschen wenig, dass ich Glühbirne anschließen kann, gibt man mal noch 10 Meter mit. So, das heißt, hier erfasse ich die Dinger und komme dann zur Zahlung. Das heißt, hier kann ich auswählen, möchte der bar zahlen oder wenn ich natürlich technische Geräte habe, wie ein EC-Kartengerät, dann kann ich das hier entsprechend auch angeben. Ich kann sagen, so, was gibt der Kerle mir oder die Dame? Der gibt mir 20 Euro, also weiß ich auch, was ich dem zurückgeben muss. Hätte ich so ein Kassendisplay, wären das auch die Sachen, die jetzt auf so einem Display angezeigt werden. So, wenn der Kunde sagt, er braucht keinen Beleg, so, dann meckert das System ein bisschen rum und sagt, an sich müsstest du diesen Beleg aber ausdrucken, ob der den mitnimmt oder nicht. Er sagt, okay, danke für den Hinweis, also drucke ich den Beleg aus. So, was der von mir kriegt, ich habe keinen Bondrucker dran, deshalb ist ein ganz normaler A4
Kassenrechnung, wo die vorher genannten Dinge eben draufstehen. Nämlich zusätzlich zu den Angaben, die sowieso immer schon verpflichtend waren, würden, hätte ich ein TSE angeschlossen, hier eben auch Anfangs-, Endzeit-, fortlaufende Transaktionsnummer und eben auch die Seriennummer dieses TSE-Gerätes draufstehen, wie es entsprechend auch laut Kassensicherungsverordnung Pflicht ist. So, ich druck das Ding mal aus. So, und wer entsprechend schon beim nächsten Kassenvorgang, so, möchte hier zeigen, Beleg aus Ordner bezahlen. Das heißt, ich habe jemandem eine Rechnung geschickt. So, und jetzt steht vor meiner Tür der Martin Freisel. Der hat seine schon bezahlt. Dann nehmen wir mal einfach den Mike hier. So, ob der jetzt eine Schlussrechnung über 17.000 an der Kasse bezahlt, können wir mal dahingestellt sein lassen. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, schlicht und ergreifend Rechnungen, die ich schon zuvor erstellt habe, hier über die Kasse entsprechend auszubuchen. Das Verfahren ist dann das gleiche. Das wird er sicherlich nicht, sondern wenn er eine gut gedeckte EC-Karte hat und eben auch mit Beleg, sodass er eine Rechnung war, kriegt er hierfür ja keine Rechnung mehr, sondern nur eine Quittung für diese Zahlung, dass er bei mir diese Rechnung bezahlt hat. Die Zahlungsart, auch die muss auf einem Kassen beziehungsweise auch auf einer Quittung draufstehen. Was können wir mit der Geschichte noch machen? So, das sind jetzt eben so diese Lieferscheine. Jetzt kommen genau die Kollegen vom Radioalt vorbei und wollen von mir 100 Meter Kabel mitnehmen. Kriege sie gern. So, langt schon, mehr brauche die nicht. So, und jetzt sagt das System an der Stelle, Moment, das funktioniert nicht, ohne dass ich natürlich diesen Lieferschein, weil ansonsten kann ich den ja gar nicht richtig nachverfolgen, einer Adresse zugeordnet habe. Eine Kassenrechnung direkt, sehen Sie ja beim Bäcker, da muss ja auch niemand wissen, wie Sie heißen, kriegen Sie den Zettel. Wenn Sie das aber auf Lieferschein machen, dann wollen die natürlich Ihre Adresse haben, dass Sie im Zweifelsfall wissen, an wen Sie sich wenden. Hier im System ist ganz genau dasselbe. So, die Jungs kommen hier vom Radioalt, dann pick ich mir den mal raus und druck denen einen Kassenlieferschein. So, das heißt, auch hier sind die Angaben drauf. Lieferschein hat keinen Preis. Und das Ganze wird gedruckt. Die letzte Funktionalität wäre noch, wenn meine Geschäfte heute so gut gelaufen sind, dass ich schon zur Mittagszeit feststelle, da sind 5.000 Euro drin, wäre dieser sogenannte Geldtransfer. Das heißt, wenn ich jetzt Geld aus der Kasse rausnehme, so, ich gucke mal überhaupt mal auf meinen aktuellen Kassenstand. Ja, aktuell haben wir 200 Euro drin. Das heißt, da kann ich noch 200 rausnehmen. So, als Buchungstext wäre das ja einfach eine Barentnahme, die ich dann zur Bank bringen. Das heißt, auch solche Vorgänge kann ich hier drin machen und würden auch, sofern ich buchhalterisch auch noch diese Geschichte verarbeiten will, auch natürlich entsprechend buchhalterisch auf die entsprechenden Konten verbucht. Das heißt, wir erzeugen hier Buchungssätze, die man dann über eine Schnittstelle an eine Buchhaltung, sprich, muss ja nicht zwingend eine DATEV sein,
übergeben kann. So, das machen wir mal ohne Beleg. So, dann haben wir den ganzen Tag hier gearbeitet. Am Ende des Tages kann ich einen Kassenabschluss machen. Zuvor möchte ich jedoch mal noch in das Kassenjournal reinschauen. So, was wird mir hier, ich mache es mal angezeigt. Was wird mir angezeigt? Ich kann schlicht und ergreifend das Datum auswählen. So, und wenn jetzt vorher dem ich da etwas verkauft habe, Kassenrechnung, Barzahlung, sofern der nochmal mit seinen Kassenzettel gerne hätte, dann kann ich auch diese Kassenbelege schlicht und ergreifend erneut drucken. Das war der, der die Lichterkette heute Morgen bei mir gekauft hatte. Auch hier, es ist lediglich ein wiederholter Druck. So, obwohl ich noch keinen Kassenabschluss gemacht habe, wenn der dann doch kommt, so, oh, die war aber richtig teuer hier, können wir das nicht irgendwie, Sie wissen schon, da ich sage, ja, mache ich da mal auf der Kasserechnung ein bisschen weniger, kann ich ja noch, ja, nichts kann ich. So, das heißt, obwohl die Kasse noch nicht abgeschlossen ist, sobald ich den Beleg druck und damit die Transaktion ihr Ende hat, ist es auf dem Beleg drauf, es ist in der technischen Sicherheitseinrichtung, ist ja dieser Vorgang gespeichert, so, und damit kann und darf ich dieses Ding nicht mehr abändern. Da geht nichts. Das Einzige, was ich noch ändern kann, wäre ein Buchungskonto, weil das keine steuerliche Relevanz hat, sondern lediglich, ob es auf A-Hörnchen oder auf B-Hörnchen gebucht wird. Aber in dem ganzen Vorgang kann ich sonst überhaupt nichts mehr abändern. So, zum Zweiten kann man natürlich hier den Zeitraum größer wählen und kann dann entsprechende Auswertungen fahren, dass man sich einfach, egal ob über Artikelnummern oder über gewisse Bereiche, einfach die Bewegungen in der Kasse anguckt, um Renner, Penner in irgendeiner Form rauszufinden. Das ist also die Sache, wofür dieses Kassenjournal dient. Die Bandbreite kann ich hier oben einstellen, das heißt, welchen Bereich möchte ich sehen. Und zu guter Letzt würde ich am Ende des Tages die Kasse abschließen. So, was heißt die Kasse abschließen? So, ich sehe hier nochmal alle Bewegungen, die da drauf waren. Und wenn ich jetzt einen Kassenabschluss mache, viel Geld habe ich nimmer drinnen. Es könnte auch sein, ich lege Geld rein. Das heißt, ohne eine Buchung, das wird er mit dem Kassenabschluss automatisch machen. Kann ich sagen, ich habe jetzt wieder aufgefüllt. Kartezahlungen sind erledigt, Lieferscheine sind auch erledigt. So, dann werde ich noch gewisse buchhalterische Konten, die man nochmal überprüfen kann, wo jetzt die ganzen Buchungen hinlaufen. So, und am Ende bekomme ich schlicht und ergreifend ein Protokoll dieses Kassenabschlusses, wo A, die Vorgänge, die sich an diesem Tag ereignet haben, draufstehen, als eben auch, wie sah es am Anfang aus, wie sieht es jetzt aus. Auch das möchte ich gerne ausdrucken. Perfekt. So, und möchte zum Schluss noch zwei Dinge zeigen. Wir haben ja vorher Kassenlieferscheine erstellt. So, da ist ja noch keine Zahlung erfolgt, aber aufgehoben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ich habe die Möglichkeit, hier bei den weiteren Funktionen mir mal meine ganzen Lieferscheine, die ich bis heute geschrieben habe, anzeigen zu lassen. Kann auswählen, wenn ich sage, ach, ich will mal nur die eines Kunden sehen. So, und könnt jetzt von allen Lieferscheinen, könnte ich mit einem Klick sagen, bitte fasst mir alle diese Lieferscheine zusammen und erstell mir im Programm eine Rechnung. So, das heißt, der Radioalt kriegt von mir eine stinknormale Rechnung, wo er aber nochmal drauf sieht, mit welchen Lieferscheinen und wann die Dinge entsprechend abgeholt wurden. Und die kann er dann ganz normal bezahlen. So, das brauchen wir nicht. So, und zu guter Letzt, kommt nicht jedes Jahr vor, so, aber ab und an klopft dann doch die Finanzprüfung an und sagt, ich hätte gerne die Daten exportiert. Das heißt, an der Stelle kann ich dann auch wieder vom Prüfer zu bestimmende Zeiträume aus dem TSE-Gerät auslesen und ihm zu Prüfungszwecken zur Verfügung stellen. Und das sind die Funktionen, die hier das Kassenmodul im System hat und eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Belegausgabepflicht und hinsichtlich dieser technischen Sicherheitseinrichtungen mit der Möglichkeit, die entsprechend zu exportieren. So, das heißt, wir haben eine gesetzeskonforme Kassenanbindung gesehen, PC-gestützt, wo man Rechnungen, Lieferscheine, Barzahlungen erfassen können, über Kassenjournal Auswertungen machen können und schlussendlich dann auch die Kasse abschließen können. Und ich hoffe an der Stelle, Ihnen ein kleinen Einblick über dieses, ich will jetzt sagen Gesetzeswirrwarr, aber über diese neuen Gesetzgebungen und deren Hintergründe etwas gegeben zu haben und auch so ein kleiner Einblick, wie man sich so ein PC-gestütztes Kassensystem als Modul einer Warenwirtschaft mit den Funktionen, wie man sich sowas vorstellen kann. Gut, vielen Dank, Herr Rüdel. Für den interessanten Vortrag. Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung aller erfüllt ist. Vielleicht muss man dazu sagen, POS-Kassensysteme haben ja noch einen anderen Charme. Es gibt ganz, ganz, ganz viele computergestützte Kassenmodule, unter anderem eben auch spezialisiert auf die unterschiedlichsten Gewerke. Und der große Vorteil natürlich ist auch, wie Herr Rüdel das ja jetzt hier gezeigt hat, zum einen durchaus die Anbindung an ein Branchenprogramm beispielsweise, aber zum Beispiel bei den Friseuren gibt es zum Beispiel solche Systeme, die Anbindung an CRM-Systeme. Das heißt, dass ich hier zum Beispiel meine gesamte Kundendatei, die ich jetzt vielleicht irgendwo anders führe, direkt mit dem Kassenmodul verknüpfen kann. Und somit in dem Moment zum einen natürlich abkassieren kann, wenn der Kunde fertig ist, zum anderen aber gleich sehe in diesem Moment zum Beispiel diese ganze Historie, wann war der Kunde da, welche Farben wollte der und so weiter und so fort. Das ist gerade bei den Friseuren sehr, sehr unterschiedlich. Der eine, der hat einfach nur sein Bestellbuch, der andere macht das aber richtig sehr umfangreich. Ne? Also das muss jeder für sich entscheiden, aber das ist eben der große Vorteil dieser digitalen Kassensysteme. Das sind alles Sachen, die ich eben mit einer Hardware-Registrierkasse natürlich nicht habe. Also diese Verknüpfung der einzelnen Lösungen untereinander, Kundenkommunikation und eben auch gleich die digitale Buchung. Ne?
Die zweite Geschichte ist natürlich, viele haben das gemerkt, gerade jetzt bei dem Nachrüsten dieser Verschlüsselungskomponenten damals, dass es natürlich leichter ist, natürlich eine Computerkasse in diesem Moment nachzurüsten. Ich sage nicht, dass es immer geht. Also mancher musste da auch zum Beispiel seine Schublade dann auswechseln. Aber oftmals geht es leichter als mit herkömmlichen Registrierkassen. Sie erinnern sich, 2018 mussten eine ganze Menge Unternehmen ihre Registrierkassen verschrotten, weil sie einfach nicht nachrüstbar waren. Aus diesem Problem komme ich ein bisschen raus. Man muss ja auch klar sagen, ich glaube, das Thema Kassen wird uns noch ganz, 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 ganz lange beschäftigen. Glaube ich fest dran. Ja, jetzt bleibt uns nichts übrig, als schönen Abend zu wünschen.